Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich dachte mir, ich nehme euch mal einfach mal mit zu einem Tag von mir. Es passieren so ein, zwei Sachen heute, wo ich gedacht habe, das könnte euch eventuell interessieren und es ist vielleicht auch gut zu wissen, dass es was gibt. Dazu kommen wir aber später. Ich führe euch jetzt einfach von vorne bis hinten durch. Und so, wie ich jetzt aussehe, darf ich nicht den ganzen Tag aussehen. Ich muss nämlich duschen, weil dies ist die Realität. Von fettigen Haaren. Und jetzt gibt's Frühstück. Und wir dachten eigentlich erst, dass wir frühstücken gehen. Wir haben dann einfach vergessen zu reservieren. Und am Samstag morgens in München frühstücken gehen ist irgendwie sehr beliebt. Der Papa von der Nadi hat uns geschrieben, dass er uns Semmeln vor die Tür gelegt hat. Tatsächlich auch eins der Mahlzeiten am Tag, das am wenigsten vegan ist. Also beim Frühstück müssen wir noch ein bisschen üben, aber zum Beispiel gestern hatten wir Chili gegessen, also Chili Sin Carne, also veganes Chili con Carne. Das essen wir auch heute Mittag. Jetzt muss ich noch kurz für okay das Video fertig hochladen, weil heute ist Samstag und es kommt ja immer um 14 Uhr online. Ja, 14 Uhr online. Dann muss ich das jetzt noch über auf YouTube übertragen und alles eintragen und bla bla bla. Und das mache ich jetzt schnell. Und da kommt es auch schon. Und während das jetzt noch hochlädt, erzähle ich euch noch schnell, was jetzt heute eigentlich sonst noch so ansteht. Um 14 Uhr gehe ich mit Nadi nach München zum Stachus, um dort Müll zu sammeln. Es gibt nämlich eine App, die heißt Let's Act. Und die haben mir mal geschrieben und gefragt, ob ich Lust hätte, sie doch mal zu erwähnen, beziehungsweise zu sagen, was Let's Act überhaupt ist. Man kann nämlich hier in seiner Umgebung Projekte finden von Organisationen und sich dann da eben ganz einfach anmelden, also mitmachen und ehrenamtlich sich engagieren. Und das wird halt alles da zusammengetragen. Das heißt, man muss nicht irgendwie aufwendig bei sich in der Umgebung irgendwo hingehen und fragen so, ja, hey, kann man da irgendwo was helfen? Sondern da gibt es halt einfach immer wieder mal so Aktionen, bei denen man dann mitmachen kann. Und es gibt nämlich hier, hat man vielleicht schon gesehen, die Aktion Clean Up mit Annikation. Upsi. Hallo. Die haben nämlich extra für mich dann noch ein Event gestartet, um aufmerksam auf Let's Act zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt heute hin und räumen den Stachus auf, also München auf. Genau, das um 14 Uhr. Davor muss ich jetzt aber noch für meinen Instagram-Account einen Product Placement drehen. Und da dürft ihr jetzt auch noch zugucken. Okay, lol, ich habe mir gerade eben mit voller Wucht meine Wimperntusche in mein rechtes Auge geballert. Das ist mir ja noch nie passiert. Warum passiert mir sowas? Das wollte ich euch gerade eben nur kurz erzählen, weil es einfach richtig dumm aussieht jetzt. Okay, jetzt mache ich mal weiter. Das ist so lustig. Hör auf, mich auszulachen! Das ist so lustig. Boah, das geht jetzt halt auch nicht weg. Boah, das sieht richtig scheiße aus jetzt. Ich hab's geschafft, ohne große Verletzungen! So, das mache ich übrigens auch immer, wenn ich ein Placement für Instagram habe und dann gewisse Sachen sagen muss. Also ich kriege ja auch ein Briefing zugeschickt. Da schreibe ich mir dann aber auch nochmal das Wichtigste auf und wie ich was sage. Also ungefähr. Also am Ende ist es trotzdem immer ein bisschen improvisiert, aber halt so die wichtigsten Sachen, die ich sagen muss, eben damit das eine richtige Produktplatzierung ist, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Jetzt hole ich mir die ganzen Produkte, die ich auch in der Story zeigen muss und dann drehe ich mal fix den ersten Teil der Story. Okay, Leute, ich habe ein Paket zugeschickt bekommen. So,
So, für die Story müsste ich eigentlich noch unten in der Tiefgarage ein bisschen rumskaten. Jetzt ist es aber schon 10 nach 1 und wir müssen um 14, Viertel vor 2 müssen wir auch da sein. Deswegen packe ich jetzt noch schnell meinen Rucksack. Ich habe mir nämlich überlegt, ich habe hier neue Beutel von Boldwin. Also die grauen sind leider schon alle, habe ich hergeschenkt. Aber die blauen, da sind ein paar übrig geblieben. Die habe ich hier irgendwo verstaut. Und ich dachte mir, ich packe jetzt einfach mal alle ein, die ich jetzt noch habe. Und dann schaue ich, wie viele Leute da auch wirklich kommen zum Aufräumen. Und dann kriegen die noch ein kleines Geschenk von mir, weil sie sich die Mühe machen, am Samstagnachmittag München aufzuräumen. Ich packe das jetzt mal schnell ein. Auf einmal schon irgendwie Viertel vor zwei fast und wir sollten eigentlich um Viertel vor zwei schon am Stachus sein. Deswegen düsen wir jetzt los. Die Aktion ist jetzt vorbei. Wir haben wirklich so 2 Stunden komplett die ganze Zeit Müll aufgehoben. Ich spüre es auch jetzt in meinen Oberschenkeln. Und wir haben ganz viele tolle Sachen gefunden. Es gab einen Gürtel, es gab Patronenhülsen, haben wir gefunden. Oder? Ja, Patronenhülsen haben wir gefunden. Dann einer hat sogar 5 Euro gefunden. Ein Regenschirm, Stab. Was gab es noch? Eine Uhr. Eine ganze Uhr, die jetzt erstmal ins Fundbüro gebracht wird und dann wird geguckt, ob die irgendwie geklaut war oder so, weil die haben wir im Busch gefunden. Und die war ganz dubios eingepackt. Die war ganz komisch eingepackt, also ich weiß auch nicht, vielleicht sind da irgendwelche Gang-Mafia-Daten auf der Uhr drauf. Mit Sicherheit. Ja, so wie bei Elite. Ja, ja, und jetzt gehen wir noch zu Saturn, brauchen noch so einen Adapter zur Musik hören im Auto und dann gehen wir wieder nach Hause. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich hab geschockt. Bei Saturn, also gut, wir wollten so einen Transmitter haben, eben zum Musik hören im Bus, weil das Radio kacke ist und es keinen AUX-Anschluss gibt. Nadi hat sich hier so einen Karamellsirup für einen Kaffee geholt und wir machen uns auch jetzt noch einen Cappuccino. Wir haben uns gerade eben noch extra so eine Barista-Milch gekauft. Und dann war ich bei den Platten unten, habe ich mir eine Platte geholt. Und noch ein PlayStation-Spiel. Oh Gott. Ich konnte mich nicht beherrschen. Und jetzt gibt's Kaffee und dann gehen wir auch noch ins Kino. Weil in einer Woche liefen die Oscars. Und Parasite hat ja krass abgesahnt. Deswegen müssen wir jetzt wohl oder übel noch ins Kino gehen und uns Parasite angucken. Ich habe den Tag aber auch mit Absicht ein bisschen voller geplant. Und das wollte ich dann eben auch noch sagen. Man muss ja auch nicht so viel Geld ausgeben an einem Tag. Das Einzige, was jetzt quasi wirklich mit Ausgehen zu tun hat und Geld ausgeben zu tun hat, ist das Kino gehen. Der Hinweis einfach, dass es so viele Aktivitäten gibt, die einfach auch nichts kosten. Jetzt zum Beispiel Skaten, gut, das habe ich jetzt fürs Placement gemacht, aber einfach mal kurz rausgehen und ein bisschen was versuchen oder wandern gehen kostet auch nichts. Oder eben zum Beispiel dieses Cleanup München und ich muss sagen, das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich war am Anfang erst so, okay, wie wird das? War das vielleicht sogar ein bisschen awkward, wenn man dann so da steht und dann, okay, was haben wir jetzt im Lauf? Aber ich fand es richtig, richtig cool und es hat wirklich Spaß gemacht, wenn du halt dann am Ende siehst, wie viel da eigentlich zusammengekommen ist. Eine Stunde später,
sind wir wieder zu Hause. Man fragt sich, warum ging das denn jetzt so schnell? Naja, wir waren sozusagen jetzt gar nicht im Kino. Wir sind nämlich pünktlich gekommen, also wir haben dann noch Popcorn gekauft und was zu trinken. Dann gehen wir rein. Ich habe halt im Moment halt nicht dran gedacht, dass das ja freie Platzwahl ist. Und der Kinosaal war halt bis vorne hin voll. Und es waren nicht mal mehr zwei Plätze nebeneinander frei. Das heißt, entweder ich hätte mich in die erste Reihe... Oh nein! Das heißt, ich hätte mich in die erste Reihe setzen dürfen und Nadi dann in die zweite ganz rechts. Dann sind wir wieder raus. Dann kam auch gleich jemand auf uns zu, weil wir wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen böse geguckt haben. Also, kann ich euch irgendwie helfen? Wir so, ja, ist halt blöd jetzt so, ist halt voll und wir können nicht mal nebeneinander sitzen. Hat er gemeint, ja, wir sollen an die Kasse gehen, dann kriegen wir das wieder raus, was wir gezahlt haben. Oder halt eben, können wir es umtauschen? Dann waren wir bei der Kasse und dann meinte er so, ja, also zum Storno würde das halt nur eine Viertelstunde nach Start gehen. Es war 5 Minuten nach einer Viertelstunde. Das heißt, wir haben jetzt Freikarten bekommen, um nochmal irgendwann in einen beliebigen Film zu gehen. Und jetzt sind wir wieder zu Hause mit unseren Snacks und Getränken und können hier einen Film angucken. Wo ich mir denke, für uns ist das jetzt nochmal weniger schlimm, weil wir ungefähr nur eine 20 Minuten Anreise hatten oder so. Aber wenn man sich halt überlegt, erstens, man freut sich halt irgendwie darauf, jetzt in diesen Film zu gehen. Zweitens, manche Leute reisen halt wirklich ewig lang an oder sind halt vielleicht mal zu Besuch in München und denken sich so, okay, wir gehen jetzt am Abend nochmal fix ins Kino, so schön, als Abschluss oder sowas. Manche Leute reisen ewig lang an. So, ich bin jetzt extra aus Hamburg gekommen, um in dieses Kino zu gehen und dann passe ich nicht mehr rein. So mit dem Kopf an dastehen in der Schlange, Hotel gebucht haben und angereist das Kino. Wenn ich jetzt aus Dachau gekommen wäre, hätte ich halt eine Stunde hingebraucht. So. Toll, dann kann ich wieder eine Stunde zurückfahren. Für nichts. Dafür, dass ich dann auch noch 13 Euro Snacks und Getränke zahlen darf. Naja, vor allem jetzt auch diese Freikarten. Ich denke mir halt so, wie wollen die das machen? Wenn jetzt der nächste Film auch noch so ausgebucht voll ist und dann kommen da so zwei Hansel mit einer Freikarte rein und irgendwer ist immer der Letzte. So, scheißegal, ob wir jetzt halt irgendwie richtig pünktlich gekommen sind nach der Werbung und als der Film richtig anfing, so, okay, gut, dass dann keine zwei Plätze mehr nebeneinander frei sind. Ja, okay, aber was ist, wenn alle wirklich eine Stunde vorher kommen? Aber irgendwer von den Leuten, die eine Stunde vorher kommen, ist ja auch der Letzte. Freie Platzwahl macht halt irgendwie so gar keinen Sinn in einem Kino in München, das halt meistens immer komplett ausgebucht ist. Beziehungsweise dann, keine Ahnung. Du wolltest doch deine Isar-Card endlich mal richtig nutzen. Ja, jetzt habe ich wenigstens meine Isar-Card genutzt und coole Snacks geholt. Das sollten wir öfter machen, dass wir einfach auf einen Snack in die Stadt reinfahren. Ja, in die Stadt reinfahren. Das klingt so schön, wenn wir auch irgendwie vom Dorf kommen. Mann. Na gut. Okay, tschüss.